Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dredge. Ja, ich habe mal einen In-Game-Tag hier zwischen den Folgen verbracht und ein bisschen geangelt. Da haben wir gleich drei neue Fischsorten entdeckt. Einmal den Wrackbarsch, einen Königslachs und hier die Tigermakrele. Ja, gleich eine Anomalie dabei. Würde ich sagen, verkaufen wir die Fische einmal. 130,90 Euro. So, und dann hatte ich auch noch ein Forschungsteil in einem Wrack gefunden. Da gehen wir jetzt nochmal eben einmal luschern. Ja, springen wir das hier einmal zu Ende. Dann machen wir uns jetzt mal... Was habe ich jetzt geklickt? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ablegen, aber naja. Gut, das war dann wohl ein Urlaubstag. So, hier waren wir noch nicht in der Enzyklopädie. So, dann ist das Ausrufezeichen noch wieder weg. So, dann haben wir eine Markierung bekommen. An dieser Stelle. Da machen wir uns jetzt auch zuerst hin. Hoffnung, dass das gut geht. Wir können uns hier die Eile einmal zuschalten. So, jetzt hier rechts rum und dann wieder links. Aber da kommen wir noch gar nicht rein. Dann müssen wir außen rum. In der Hoffnung, dass wir von außen reinkommen. Shit. Das war denn wohl diese ominöse Kreatur, von der gesprochen wurde. Wir dürfen wieder ein bisschen Geld für Reparaturen ausgeben, auch nicht schlecht. So, ja, das hier. Könnte dann wohl der Hintereingang sein. Ist jetzt natürlich dämlich mit der Beschädigung, aber hilft ja nichts. So, er hat von einem Wasserfall gesprochen. Wir müssen hier noch weiter. Gut, jetzt sind wir natürlich extrem langsam durch die Beschädigung, aber hilft ja nichts. So, und da ist eine gelbe Markierung. Das wird es dann ja wahrscheinlich sein. Was musst du denn jetzt hier nochmal auftauchen? Ja, das war eine dumme Idee, mit dem beschädigten Boot da reinzufahren. So. So, diesmal gehen wir gleich außen rum. Müssen wir ihm ja nur einmal begegnen. Das ist doch nicht wahr jetzt, oder? Naja, vielleicht lässt er uns jetzt ja in Ruhe. Diesmal scheint die Beschädigung nicht so groß zu sein. Ich will jetzt aber auch keine Zeit vergeuden, da nochmal nachzuschauen.
zu sehen, dass wir hier schnell dredgen. So, erstmal hier. Das hat mich eben schon gestört. Dann hier direkt drauf und dann nicht immer versuchen mit der Shift-Taste das zu aktivieren, sondern die rechte Maustaste verwenden. Wir müssen jetzt vermeiden, dass er uns vorher schon einmal trifft. Das scheint schon wieder... Sag mal, das ist doch jetzt nicht zu fassen, oder? Na toll. Wir haben gar keinen Antrieb mehr. Warum bewegen wir uns? Wie es genau ist, weiß man nicht. Schätzelein! Jo, das bringt ja jetzt gerade sehr viel, ne? Scheint schon wieder hinter uns zu sein. Dann können wir das Spiel gleich nochmal wieder laden. Gott sei Dank. Lass nur noch hier heil wieder rauskommen. Da geht's nicht lang. Das ist schade. Oje, oje, oje. Ich mich da durch? Nein, wir gehen hier außen rum. Gut, das wäre jetzt... achso, okay. Das wäre jetzt natürlich auch eine Geschichte gewesen für... Brech die Aufnahme ab und mach's nochmal von vorne, aber... Sagt die Map, wir haben noch einen guten Weg vor uns. Zumindest bis zur fahrenden Händlerin retten. Da sehe ich wenigstens schon mal Licht. Ist das unheimlich. Und das scheint mir nur ein Leuchtturm zu sein. Eine Boje. Nee, das ist ein anderes Boot. Was soll das sein? Nee, es ist eine Boje, alles gut. Ja, wir haben natürlich die Vollpanik, mitten in der Nacht. Wir wurden ja gewarnt.
kein Quatsch. So, lass mich raten. So, diesmal gehe ich das Risiko nicht ein. Wir gehen außen rum. Nur einmal trifft, kommen wir klar. Zweimal funktioniert nicht. Hält sich die Waage? Ist das Mistviech. Scheint immer hinter uns zu sein. Oh, hier sind eine ganze Menge Wracks, das ist interessant. Ja, wir probieren das jetzt. Ansonsten müssen wir das vertagen, bis wir einen besseren Rumpf haben. So, und weg hier. Und weg hier. Wie viele Anläufe waren das jetzt? Vier? Heftig. So, lassen Sie mir diesmal bitte die Händlerin erreichen. Und da sind wir safe, da kann uns nichts passieren. Schauen wir einmal ins Inventar. Das Familienwappen haben wir. Zeige das Familienwappen dem Eremiten. Das machen wir. Aber im Hellen. Das war eine schwere Geburt. Okay. Einmal zum Eremit. Hallo, was kann ich für dich tun? Ist das dein Familienwappen? Du hast es gefunden, das hätte ich niemals geglaubt. Was für ein wunderschöner Anblick. Aber nun muss ich dich um einen weiteren Gefallen bitten. Würdest du das meinem Bruder in Unfall bringen? Sag ihm, dass es seinem Bruder leid tut. Und dass ich gerne nach Hause kommen würde. So. Das machen wir. So, Unfall wird dann das sein. Thank you.
Bringe dem alten Walfänger in Unfell das Familienwappen wieder. Ja. Okay, da kann ich nicht anlegen. Aber hier können wir anlegen. Pensionierter Walfänger. Was willst du? Ich glaube, dieses Wappen gehört dir. Gott, das habe ich nicht mehr gesehen seit... Also hat er es tatsächlich genommen? Ich wusste es. Es tut deinem Bruder leid, lässt du ihn zurück nach Hause kommen? Oder es geht ihm dort drüben nicht gut, dein Bruder muss wieder herkommen? Nö, die erste. Ich weiß nicht ob. Ich habe mich ziemlich aufgeführt, als er ging. Na gut, in Ordnung. Er kann in meiner alten Werkstatt wohnen, wenigstens vorerst. Aber ich brauche ein wenig Zeit, um dort aufzuräumen. In der Zwischenzeit könntest du vielleicht etwas für mich tun. Okay. Ich habe versucht, in der Fahrrinne zwischen den Klippen Trümmer zu beseitigen, um so eine Abkürzung zu schaffen. Mit Sprengstoff. Aha. Ich konnte eine Sprengladung platzieren, aber die Klippen erschienen mir besonders instabil zu sein, also wagte ich es nicht, sie zu zünden. Du müsstest nur einfach hinfahren und sie zünden. Es ist nicht weit, ich habe dort ein paar gelbe Fahnen angebracht und kann es nicht verfehlen. Sagtest du, gibt es Sprengfallen, fahre durch den Felsbogen und wende dich nach Südosten, folge dem Kanal und du wirst auf der rechten Seite die gelben Flaggen sehen. Gibt es hier in der Gegend Schiffswracks? Das eigentliche Wrack hier ist die Siedlung bei den Sturmklippen, okay? Mein Bruder hat uns im Stich gelassen und ist auf diese verdammten Klippen gezogen. Ich nehme an, dass er seine Entscheidung nun bereut. Noch etwas? Weißt du was von seltsamen Vorfällen? Vor langer Zeit, nachdem der letzte Wal gefangen worden war, setzte hier ein plötzlicher Exodus von den Sturmklippen ein. Dutzende Schiffe kamen hier vorbei, schwer bepackt und auf dem Weg Richtung Norden. Die Leute winkten uns von den Booten aus zu und riefen etwas, aber wir konnten sie nicht verstehen. Seither hat man nichts mehr von ihnen gehört. Noch etwas? Was kannst du mir über Unfell erzählen? Unfell war mal eine Walfängerstadt, aber es ist lange her. Wir fuhren raus, erlegten eines der Tiere und dann machte sich der Rest der Stadt ans Werk. Doch vor etwa 20 Jahren begannen die Wale sich rar zu machen und sieh uns jetzt an. Es reicht gerade mal so für eine Kerze. Noch etwas? Nö. So, die Dame, das machen wir beim nächsten Mal. Ich würde jetzt gerne, wenn wir es schaffen, die Sprengung noch ausführen wollen. Fahren wir mal besser nicht durch. So, durch den Bogen und dann nach Südosten. Also links in diesem Fall. Das sollen da wohl die... Alter, dieses blöde Mistviech hier, ne? Naja, bis später. Das kostet Zeit. Aber gut, wir müssen dem Viecher irgendwie entkommen hier. In der Hoffnung, dass es jetzt gleich mal von uns ablässt. Die Beschädigung haben wir ja noch keine, ne? So. Ein haufenloser Trümmer. In den Lücken zwischen den Felsen sieht man etwas, was aussieht wie große weiße Zähne. Eine lange Lunte hängt heraus. Das muss die Stelle sein an der Walfängerabkürzung. Möchtest du die Lunte zünden? Ja. Zündest die Lunte. Alles klar. Die Trümmer zerbröseln. Du solltest dem Walfänger Bescheid geben. Ja, dann machen wir das auch noch zum Abschluss dieser Folge. Die Atmosphäre in dem Spiel, die ist wirklich atemberaubend. So.
Da wären wir, pensionierter Wolfänger. Du hast es geschafft, wir haben die Explosion bis hierhin gehört. Gott, dieses Echo. Überrascht mich, dass dir die Klippen nicht auf den Kopf gefallen sind. Hier ist alles bereit. Geh bitte und sag meinem Bruder, dass er nach Hause kommen kann. Ja, sehr schön. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge. Für heute machen wir Feierabend. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.